So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Okay, das war nicht so geplant. Hat aber Stil. Mehr oder weniger. Alter Schwede, okay. Das gefällt mir gerade schon wieder gar nicht, was ich hier sehe. Passiert eigentlich, wenn ich Samuel hier ermorde? Na egal, das will ich jetzt nicht ausprobieren, sonst versaue ich hier noch alles. Ich würde sagen, wir reden mal mit dem. Zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ja, okay. So habe ich darauf irgendwie keinen Bock. Alter, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Bereit, wenn Sie sind. Ja, genau. Alles klar, jetzt läuft's wieder. Bereit, den Lordregenten zu treffen? Es ja, Zeit, wissen wir schon alles. Höchste Zeit. Weiß ich schon alles. Sie haben recht, auf zum Dunwall Tower. Stell dich neben einen Vorsprung in Reichweite und halte die Sprungtaste gedrückt, um zu klettern. Die Rückkehr zum Tower. Es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lordregenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in dem du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lordregent die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen starken über einen stark gesicherten Schutzraum, in den er fliehen wird, wenn du den einen Alarm auslösen solltest. Oha. Okay. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Geil. Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Ja. Combo, hilft ihm auch nicht. Schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Oh ja. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit ihm zu dienen. Ach, der wird sowas von tot sein. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. Hier geht noch kein Weg hoch. Runen und Knochenartefakte und alles Mögliche. Aber ich bezweifle, dass es hier einen Weg irgendwie noch. Oder komme ich da hoch? Nein. Scheiße, okay. Dann halt hier durch die Mitte. So. Uiuiui. Ach, immer diese Säufer hier. Gut, da hätten wir es durchgeschafft. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, ob das wirklich was gebracht hat. Bam, ihr Drecksviecher! Keine Chance habt ihr gegen mich hier. Mistviecher, ey.
Zum Frühstück kommt er bestimmt wieder runter. Oh fuck. Nein, der Lordregent führt seine Geschäfte aus dem Schutzraum. Dort nimmt er auch alle Mahlzeiten zu sich. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier. Hui, okay, cool. Auch interessant der Weg hier. Ah, das kenne ich hier doch. Oh scheiße, ein bisschen spät leider. Verdammt! Bam! Wieder der Kopf abgeflogen ist. Witzig. Okay, ich kann den Tor wohl. Achso. Na, weg mit dem Heino. Was soll ich damit? Normale Kugeln. Wie viele habe ich denn noch? Noch 13 Stück. Ja, gut. Hätte ich auch besser regeln können, beziehungsweise müssen, aber sowas kommt einfach mal vor. Na, dann versuchen wir doch mal hier was zu reißen, aber das sieht nicht so gut aus. Deswegen lasse ich das lieber. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend. Okay. Zack, zack. Nein. Egal. Nicht so wichtig. So. Was sagt denn das Herz? Ja, an einem Knochenartefakt sind wir irgendwie ein bisschen vorbei. Oh, fuck. Das ist ja ekelhaft. Frechheit hier. Ach du Scheiße. Nee, scheiß auf das Knochenartefakt. Die Runen will ich auf jeden Fall haben. Knochenartefakte, darauf kann ich verzichten, sag ich mal. Hemlock Essenz. Geil. Nimm mal her damit. Da haben wir es. Wow, fuck. Da lief doch ganz gut. Drecksviecher, ey.
Kopfhörer. Wo bist du? Granaten habe ich voll, Kabelwerkzeug habe ich voll. Was haben wir da? Zutritt verboten. Hauptmann Briermont. Ich muss Sie bitten, mit ihr einem ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keyes hat erstattet Ihnen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. Ich weiß nicht, was Sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keyes sich für das Okkulte interessieren soll. Wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unseren Männern ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Major Hocking. Alter, voll den Arm abgehackt. Headshot! So, und wenn ich mich irre, wenn ich mich nicht irre... Nee, geht nicht. Schade. Naja, hätte ja sein können. Nein. Eigentlich wollte ich nachladen, aber gut. So. Also, nochmal auf Anfang. Da ist die Rune. Ja, da war ich doch eben, oder? Jawohl. Ein Buch. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Gekürztes Gespräch. Anhang eines formellen Berichts. Eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Das hatten wir schon. Also ich hatte das schon vorgelesen. Wollte ich damit sagen. Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lord Regenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten. Ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro des von General Tobias mit der vollen Autorität des Lord Regenten verfasst. Was geht ab? Bam, mache ich hier erstmal einen Matsch. Oh verdammt. Nee, raus hier. Na. Ah, dass die mal so beißen müssen. Ich will mal was ausprobieren. Jawohl, ja. Okay. Oh, guck mal, ist der Fisch tot hier? Pissnelken. Okay. Wollen wir auch mal hoffen, dass wir hier rauskommen und so. Ich bleib noch mal ganz kurz hier. Erstens deswegen, zweitens deswegen und jetzt geht's los. Und drittens unterbreche ich jetzt nochmal die Aufnahme, denn das war schon wieder eine Folge, hoffe ich zumindest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.